hinter Kaifeck. Es war Dienstagnachmittag, Zeit für einen Kaffee, als die beiden Töchter des Gröberner Ortsführers Lorenz Schlittenbauer in der Küche standen und sagten, da drüben stimmt was nicht. Also stand er auf, bat seine Nachbarn Michael Pöll und Jakob Siegel darum, ihn zu begleiten und zog los. Was die drei entdeckten, raubte ihnen den Atem. 6 Tote, darunter 2 kleine Kinder, alle erschlagen. Was genau vor jenem 4. April 1922 hier in der Einöde östlich von Schrobenhausen passiert war, weiß man bis heute nicht. Wir begeben uns auf Spurensuche und wir fangen bei einem an, der die große Hinterkaifeck-Ausstellung im Ingolstädter Polizeimuseum mitentwickelt hat. Es ist eben das Unaufgeklärte, dieser Mythos, wo dahinter steckt, dieses Puzzle, das, wo immer Teile fehlen oder nicht passen. Es ist auch die Grausamkeit dieses Mordes, 100 Jahre her, aber trotzdem völlig real. 6 Menschen grausam erschlagen, das ist, sagen wir mal, auch in der Geschichte relativ einzigartig in der deutschen Kriminalgeschichte. Und dann eben ja, die Spurenlage, was einfach alles nicht zusammenpasst und eben auch zu den unterschiedlichsten Theorien führt. Die sind in den Stadel eingedrungen, haben dann nach ihrer Aussage, die auch übereinstimmt, Pöll, Siegel, Schlittenbauer, 4 aufeinander gestapelte Leichen gefunden, alle 4 grausam erschlagen. Der alte Bauer Gruber, seine Frau Cecilia, die Viktoria und die kleine Zilli, das Ganze abgedeckt mit Stroh und mit einem Türblatt. Lorenz Schlittenbauer ist dann ins Haus weiter vorgedrungen und hat dann die Magd Maria Baumgärtner gefunden, in der Magdkammer erschlagen, am Boden liegend. Und eben den kleinen Josef, 2,5 Jahre alt, in seinem großen Kinderwagen liegend, durch das Dach erschlagen. Der Fall Hinterkaifeck ist der erste Fall, wo die Münchner Mordkommission ausgerückt ist ins Land. Ansonsten hatten die nur in München ermittelt und die Landpolizei hat versucht, solche Taten selber aufzuklären. Da gab es eine Strukturreform und dann sind die ausgerückt. Und das ist mal schon mal der erste Punkt, wo es so ein bisschen hakt, wenn so die Landpolizei auf die Kriminalpolizei dann stößt. Da kann es so ein bisschen auch zu Reibungen gekommen sein. Das war das Erste, was schwierig war. Das Zweite war, dass die Spurensicherung eben auf etwas gestoßen ist, was für einen Spurensicherer katastrophal ist. Da waren ja schon ca. 70 Menschen durch diesen Tatort gegangen, haben alles Mögliche angefasst, Dinge bewegt, Gegenstände verändert. Und das ist für einen Spurensicherer natürlich ganz, ganz schwierig, da noch irgendwas zu machen. Er hat sein Bestes versucht. Also wir haben uns ja mit der Polizeiarbeit für diese Ausstellung in Ingolstadt im Polizeimuseum viel beschäftigt. Eine schlechte Arbeit haben sie nicht gemacht, aber sie mussten halt aus dem Vorhandenen das Beste machen. Was allerdings seltsam ist, dass die nach einem Tag bereits wieder nach München zurückgekehrt sind, was für ein Tatort von der Größe und von der Bedeutung doch ungewöhnlich ist. Würde man nicht glauben. Also das ist so verworren. Wenn man sagen würde, ich habe da einen Roman geschrieben und beschreibe genau das, dann würde ich sagen, okay, jetzt komm mal ein bisschen auf den Teppich und versuch's mal ein bisschen realistischer, weil das, was du da erzählst, das ist too much. Ja, muss man ganz ehrlich so sagen, ja. Die Grundrecherche war eben das, was gibt's denn noch an Akten überhaupt? Und da waren Mitglieder aus dem Forum in den Staatsarchiven in Augsburg und in München, wo eben die noch vorhandenen Akten von Hinterkaifeck sind. Der größte Teil ist ja leider verbrannt 1944. Den Bestand hätte ich liebend gern gesehen. Es wurde mal von den Polizisten beschrieben als ein Regal 12 Meter lang, 3 Meter hoch. Da kann man sich vorstellen, was es da hätte gegeben. Wir müssen uns leider mit dem begnügen, was wir haben. Und das ist die Grundlage, die Basis unseres Wissens. Und darum rum gruppieren sich dann weitere Recherchen, eben über die Lebensumstände, über die Polizeiarbeit an sich, was es da alles so gab, um das Beziehungsgeflecht. Und im Zuge dieser Recherchen
haben es aber auch immer mal wieder geschafft, ganz neue Akten zu finden. Und das sind natürlich dann auch so ein paar persönliche Highlights, wenn dann wieder so ein Puzzleteil dazukommt und sagt, ah, okay, jetzt habe ich die Erklärung für den und den Sachverhalt. Da müsste ein Geständnis auftauchen, wo auch ein gewisses Täterwissen dokumentiert ist, wo Dinge erklärt, wo noch nicht klar sind. Dieses Dokument müsste man auf Authentizität prüfen können. Also da müssten auch wirklich Forensiker drüber gehen, ist es so 1922 entstanden, von wann ist das Papier und so weiter. Und selbst dann bleiben noch so gewisse restliche Zweifel, weil es gab ja auch Menschen, die das wirklich in der Geschichte mit hohem Aufwand Dinge gefälscht haben, sagen wir mal Kuja zum Beispiel, ja, das wird immer noch die Restzweifel bleiben, ob es denn wirklich dieses Geständnis ist und es ist auch wirklich genau so passiert, wie er das da aufschreibt. Ich könnte mich in diesem Hof bewegen, ich weiß, was wo ist, aber dass ich für mich gefühlsmäßig da ankomme, das wird nie passieren, weil es ist immer noch ein Schauplatz eines realen, grausamen Verbrechens und das darf man nie vergessen dabei. Also deswegen, ja, ich würde mich zurechtfinden, aber ich würde mich niemals wohlfühlen da. Es gibt Nachfahren von potenziellen Tätern und diesen Nachfahren ging es in der Zeit nach diesen Morden auch nicht gut. Also die wurden angeschuldigt, angefeindet und sowas will ich auf keinen Fall Vorschub leisten. Ich mag es nicht, wenn mit dem Finger auf irgendjemand gezeigt wird, wenn ich sowas nicht beweisen kann. Deswegen mache ich das auch nie. Man mag das belächeln, aber man muss sich da immer, wie bei diesem Fall, zu jeder Zeit in die Zeit 1922 versetzen. Und 1922 war auch eine Zeit, wo die Esoterik, die Hellseherei ganz groß geschrieben wurde. Da waren hochgestellte Personen, richtige Fans von sowas, ob es jetzt der bayerische Innenminister war oder der Münchner Polizeipräsident, die mochten sowas. Ja. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Wir aus unserer Warte heute würden sagen, ja, was ist denn das für ein Schmarrn? Ja, ist ja so. Ja, aber damals war man eben der Meinung, dass Hellseher dazu beitragen können, so einen Fall aufzuklären. Ja, und das muss man immer im Kopf halten. Ja, also nicht belächeln, sondern das war einfach der Zeitgeist, der dazu geführt hat. Sehr groß. Das ist eine meiner Antriebsfedern, auch mal noch rauszufinden, wie haben die ausgesehen, um diesen Opfern auch mal ein Gesicht zu geben. Nicht nur potenziellen Tätern, wie es auch häufig heutzutage noch ist, sondern auch die Opfer zu würdigen, indem man sagt, okay, so haben die ausgesehen, so war ihr Leben und dass das eben auch mal dokumentiert ist, wie haben die ausgesehen. Das ist ein ganz großer Wunsch von mir und sollte irgendjemand da was haben, ich wäre echt glücklich und froh, wenn er mir das mal zeigen würde. Ich bin mir relativ sicher, dass es sowas gegeben hat, weil es war damals absolut üblich, solche Fotografien anzufertigen. Wo auch immer die jetzt sind, das wissen wir nicht. Wir können es vielleicht vermuten, aber wir wissen es nicht. Und wäre aber trotzdem schön, wenn man es mal sehen könnte. Olaf Krämer bietet inzwischen Führungen nach Hinterkaifeck an, teilt sein Wissen mit anderen, die mehr über den Fall wissen wollen. Sieglinde Bogenrieder, Wirtin im benachbarten Weidhofen, tut es ihm gleich. Mit einem Unterschied, sie ist hier aufgewachsen. Und noch mehr, sie ist mit den Nachbarn der Hinterkaifecker verwandt. In meiner Familie wurde darüber nicht gesprochen und erst wie dann vor circa 18 Jahren mich ein Freund darauf angesprochen hat, habe ich mich erst damit beschäftigt. Ich bin zwar am Stammtisch aufgewachsen, aber mir war das nicht bewusst, dass hier was passiert ist. Ich habe zwar das Matterl gekannt, weil das ja unser Spazierweg ist, wenn man mit dem Hund mal rausgeht und so, aber ich habe das einfach überflogen. Ich habe mich wirklich erst mit ca. 40 damit beschäftigt.
Genau, das war der stille Jakob, der war in zweiter Ehe mit meiner Oma verheiratet. Damals Maria Niest hieß sie und dann später hieß sie dann Maria Gabriel. Und ich habe meinen Stiefgroßvater noch gekannt. Er war mir schon als stiller Mensch bewusst, aber nicht auffällig. Ich habe ihn ja nur als Kind gekannt. Er hat wenig gesprochen. Er hat, also die haben eine eigenartige Beziehung geführt, meine Oma und mein Stiefopa. Also er hat weiterhin in Laag drüben gelebt und ist nur am Sonntag zu uns rübergefahren. Aber meine Oma hat hier allein gelebt mit dem Wirtshaus, mit ihren zwei Töchtern, also meiner Mutter und meiner Tante. Und Jakob Gabriel, der hat in, eben im Laag drüben gewohnt. Das weiß ich nicht. Ich hab mir da schon oft Gedanken drüber gemacht. Ich denke, das war vielleicht auch eine Zweckehe, weil meine Oma sich als alleinstehende Wirtin wahrscheinlich schlecht halten hat können hier im Ort, weil es waren ja auch einige Männer hier. Und vielleicht war es auch einfach praktisch. Sie hat hier das Wirtshaus gemacht, er hat daheim seinen Bauernhof geführt. Da muss ja auch immer jemand da sein mit einer Viehwirtschaft. Ja, ich denke, das war einfach praktisch so gelöst. Leider nicht, weil meine Mutter ist früh verstorben. Mein Vater war nicht von hier, mein Vater ist aus Pörnbach. Und meine Tante, also die Schwester meiner Mutter, die hat nicht gern darüber geredet. Also es war eigentlich aus der Verwandtschaft niemand, mit dem ich darüber sprechen konnte. Ja, es ist natürlich diese Vielschichtigkeit von dem Fall. Es ist bis heute nicht aufgeklärt. Es gibt viele Theorien dazu. Es ist interessant und spannend, wie sehr das die Leute heute immer noch berührt. Von den Gabriels, die natürlich durch diese zweite Ehe meiner Oma in die Familie gekommen sind. Aber es sind keine Hinweise auf irgendeine Aufklärung zu finden. Ja, manchmal kriegt man schon neue Informationen, wenn zum Beispiel jemand ein Enkelkind ist von jemand, der damals den Tatort besichtigt hat, oder Verwandtschaft oder aus der Nachbarschaft lebt jemand, der damals hier in der Region gelebt hat. Und da kommen manchmal so kleine Bruchstücke noch dazu. Also auf Dachböden etc. lässt sich wahrscheinlich nichts mehr finden, weil unser Wirtshaus 1972 ganz arg umgebaut worden ist, und der letzte Dachboden, wo man noch was finden hätte können, ist damals eben zerlegt worden und neu aufgebaut worden. Und in Familienalben, die habe ich schon mehrfach durchgeforstet, da findet man nichts. Man findet schon Fotos von den Hinterkaifeckern, sondern von den Gabriels, die natürlich durch diese zweite Ehe meiner Oma in die Familie gekommen sind. Aber es sind keine Hinweise auf irgendeine Aufklärung zu finden. Ganz ehrlich gesagt habe ich in den letzten 15 Jahren verschiedenste Theorien gehabt, und bei jeder Theorie habe ich gedacht, jetzt habe ich den Stein der Weisen gefunden, und nachdem wieder neue Informationen dazugekommen sind, habe ich diese Theorie wieder verworfen und habe mich auf eine neue Theorie eingeschossen. Also es gibt für alle Theorien, die es gibt, ein Für und Wider. Nein. Bin ich überzeugt davon, weil es gibt vielleicht Hinweise, wie man den Fall aufklären könnte, aber die werden vermutlich zurückgehalten, weil ja jetzt nur noch Nachkommen da sind, und es wirft ja dann auch auf die Nachkommen ein entsprechendes Licht. Auch er ist in der unmittelbaren Nachbarschaft von Hinterkaifeck aufgewachsen, in Heid am Rhein, um genau zu sein. Josef Plöckel. Und er hat Ende der 70er Jahre als damaliger Bürgermeister in Waidhofen den Journalisten Peter Leuschner bei seinen Recherchen begleitet, der wiederum seinerzeit das Standardwerk zum Fall Hinterkaifeck schrieb. Erinnerungen.
Man hat ja, man ist ja zur Schule gegangen, ne? Und ansonsten hat man eigentlich wenig mitgekriegt. Man ist halt dann zusammengesessen. Man hat abends miteinander geredet. Es gab einen Volksempfänger, ja, aber sonst gab es ja nichts. Es gab ja kein Fernsehen und so weiter. Man hat sich halt mit irgendwas anderem beschäftigt. Mhm. Und das war eigentlich familiär vielmehr. Also nicht so wie jetzt, dass jeder irgendwo hingeht und mit seinem Handy spielt, sondern man ist zusammengesessen. Ja, weil man ja in der Nähe aufgewachsen ist. Und mein Vater hat also erzählt, dass sie da auf dem Feld gearbeitet haben, als die Magd, die dann nur einen Tag lang gelebt hat, eigentlich vorbeigegangen ist und hat nach Hinterkaifeck gefragt. Und da gab es also zwei Wege, einmal durch den Wald direkt und einmal über Kaifeck und Gröbern. Ja. Da, wo jetzt die Straße ist, war ein Weg, der nach Kaifeck geführt hat. Ja. Und einer ging dann hoch auf den Wald rauf und drüben wieder runter Richtung Gröbern. Aber man musste durch den Wald damals schon gehen. Es ist ja klar, dass man da neugierig war und da ist man halt dann schon mit ein paar Freunde da oder Bekannte, die man in der Schule, das geredet wurde, alle, das, alle haben geredet über Hinterkaifeck, ja? Weil man eben alle möglichen Thesen, da war jeder gescheiter wie der andere, aber gewusst hat keiner was. Ja, aber die haben nichts gesagt. Die Eltern, ja, vielleicht so umschrieben. Ja, eine gewisse Bauernschleue haben wir die damals schon gehabt. Ne? Und, aber offen, total offen, ist nicht geredet worden drüber. Die haben sehr gelitten und also mir hat, als ich dann älter geworden bin, die Familie Schlittenbauer sehr leid getan. Ne? Und ich war ja gerne mit ihnen beieinander, auch mit dem Konrad, und der zwar ein paar Jahre älter ist als ich. Und man hat das einfach nicht geglaubt. Ja? Das war halt irgendwer. Ja? Mhm. Und dann gab es ja alle möglichen Äußerungen von Beichten, von Pfarrern und so weiter. Und es hat keiner genau gewusst, was los ist. Das ist klar. Oder wenn die Fremden gekommen sind. Dann gab es auch Interessierte, die gerne mehr gewusst hätten, die dann Filme versucht haben zu drehen und so weiter. Dann ist es schon nicht mehr so gemütlich gewesen. Das war schon eine Zeit, wo einfach Leute gekommen sind, die manchmal unverschämt waren. Ich weiß das noch genau, mit Peter Leuschner war ich ja die ganze Zeit unterwegs und habe da mitgeholfen. Und das war ordentlich. Das war eine ordentliche Recherche. Da war ich selber neugierig. Ja, klar. Ja. Weil da hat man sich dann richtig befasst damit. Und der Dauerbauer hat ja Geschichten erzählt, der heute. Der war einer der ersten, die nach Hinterkaifeck, nachdem der Mord bekannt war, hier die Toten gesehen hat. Und dann haben gesagt, einer ist nicht gestolpert, die anderen sind gestolpert, dass da durch vorbeigegangen sind. Und der hat gewusst, dass die da liegen, hat so ein Märchen erzählt. Nein. Von einem der Toten, nein. Oder einer der Toten? Von nein, 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 nein. Meine Oma hat immer erzählt, dass die nicht mit ihren Köpfen eingegraben wurden. Und die sind dann in Augsburg in dem Amtsgerichtsgebäude da deponiert worden und dann
gab es die Bombardierung von Augsburg einmal, zweimal oder vier oder fünfmal, wie oft Augsburg bombardiert worden ist und alles vernichtet worden. Und dann haben wir immer gesagt, ja warum denn, sind denn die ohne Köpfe da begraben worden? Dann hat sie gesagt, ja, das hat man vermutet, wenn man den Mörder findet, dann stellt man die Köpfe nebeneinander hin, dann gibt er zu, dann ist er eher zugänglich, wenn er dann die Köpfe der Toten sieht. Oder mehr Hirn. Nein, wenn, dann gab es den nur im kirchlichen Bereich. Also da im Pfarrhof, man wollte das vielleicht nicht. Ja. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht. Weil, wenn ich jetzt in die Lage versetzt gewesen wäre, dass man das jetzt hundertprozentig weiß, dann wäre das belastend gewesen, mit Sicherheit. Wäre Belastung. Weil man ja dann die Leute gekannt hat, alle. Wenn das der Fall gewesen wäre, dass die irgendwo mit reingezogen worden wären oder vielleicht sogar verdächtig und so weiter. Es wäre Belastung gewesen, Gott sei Dank nicht. Ja. Die bösartigen Verdächtigungen. Die waren schon belastend. Die waren wirklich belastend für die ganze Ortschaft und für die Gemeinde. Ja. Und das ist einfach nicht gut. Das hat nicht gut getan. Aber man hat es dann mitgeholfen, dass das nicht so weitergeht. Ja. Ich bin ja x-mal angesprochen worden, wenn die Medien darüber berichtet haben. Dann sind die Schlittenbauers natürlich auf mich zugekommen. Ich habe gesagt, schau mal, du bist doch unser Bürgermeister, kümmere dich darum, dass du nicht mehr so viel Schmarrn schreiben da. Und da hat die Verdächtigungen, ja, wir können uns nicht an Recht so weiter leisten und so weiter. Da habe ich halt versucht, das so niedrig zu halten wie möglich. Aber es wird ein Geheimnis bleiben, vermutlich. Glaubt nicht. Müsst schon ganz genau recherchiert und muss ja punktuell was sein, dass man das hundertprozentig weiß. Aber das, vielleicht ist es besser. Vielleicht ist es besser, wenn es so bleibt, wie es ist, dass ein Geheimnis bleibt. Reinhard Heiblick aus Pfaffenhofen hat viele Bücher über seine Heimat geschrieben. Hinterkaifeck taucht darin mehr als einmal auf. Als Kind erfuhr er in den 50er Jahren, was sich seinerzeit hier draußen ereignet hat. Auch ihn ließ die Geschichte zeitlebens nicht los. Einschätzungen. Da war ich noch im Vorschulalter und mich haben solche Sachen immer schon sehr interessiert, fasziniert und angezogen. Und ich wollte schon, ja, als Kind mit 7, 8 Jahren, scheint etwas übertrieben, aber es war wirklich so, unbedingt dahin, wo dieser schreckliche Mord passiert ist. Und ich habe damals schon alles verschlungen, was ich über Hinterkaifeck zu lesen bekam. Und immer wieder habe ich meine Eltern gebeten, Mensch, fahr mal doch dahin, ich möchte das sehen, wo sowas passiert ist. Also das hat sich jetzt, man kann sagen, seit 60 Jahren bin ich mit dieser Geschichte vertraut und habe natürlich immer wieder versucht, da alles zu lesen, was darüber zu lesen war und selber auch noch etwas manches herauszubekommen. Das war unheimlich spannend. Ja, ich kannte natürlich nicht die Einzelheiten, die grausigen Einzelheiten. Ich habe nur gehört, da ist was Schlimmes passiert und man hat die Urheber des Mordes nie gefunden. Die Einzelheiten,
wusste ich nicht. Und vielleicht hätte ich mich dann auch nicht so sehr hineingesteigert als Kind. Als Jugendlicher war es dann natürlich schon anders. Auch in Pfaffenhofen war das sehr präsent. Immer wieder hat man gesagt, ja, der hat den gekannt, dies war der Verwandte von dem Postboten, der dann mit dem Moped hergefahren ist, und der hat den gekannt, und Gump und Gänsjäger, deren Name ja auch damit in Verbindung gebracht wurde und gar nicht so herbeigeholt. Und auch das ist der Gump, wir haben mehrere Gump-Nachkommen im Pfaffenhofen gehabt, und so war das auch in unserer Stadt immer ein Thema. Als ich eine Hopferkirche mit dem Martel verfasste, habe ich einen Herrn Illenberger kennengelernt aus Hohenwart, und der hat mir immer erzählt, dass man ihm die Stockhaue gezeigt hat, wo das Blut der Ermordeten noch geklebt hat. Das war Wagnermeister, und habe gemeint, er kann denen weiterhelfen. Und so habe ich halt immer mehr erfahren, und ich habe dann auch im Friedhof von Weidhofen Leute befragt. Nicht alle waren begeistert, auch nicht in Gröbern, und auch die haben mir manche einiges erzählt, manche haben sich aber empört, dass heute so viel geredet wird, wo doch keiner was weiß, und damals, als viele was wussten, hat niemand geredet. Faszinierend, das Wort ist vielleicht nicht ganz ideal bei dem, was hier geschehen ist, aber da ist so viel. Die politischen Hintergründe, die meines Erachtens immer zu wenig beachtet wurden, diese schlimme Zeit nach der Räterepublik, der Bürgerwehren, dann diese Blutschande, dann der Geisteskranke, der herum, dann diese Zwiespältigkeit von der Viktoria Gabriel. Sie hat einerseits im Kirchenchor gesungen, besuchte eifrig den Gottesdienst, galt als Lerche von Gröbern, weil sie so schön sang. Und andererseits war sie kein Kind von Traurigkeit. Abgesehen von der Blutschande muss sie viele Männer den Kopf verdreht haben und auch verführt haben. Bei aller Vorsicht, aber sehr viel spricht dafür. Eine Gemengelage aus Politik, aus der Einsamkeit des Hofes, aus dem unheimlichen Wald, wo viel passiert ist, die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, dann auch die marodierenden Banden, die sich in dieser Gegend herumgetrieben haben sollen. Also eine Gemengelage aus verschiedenen Elementen, die sich natürlich hervorragend für ein Drama, für eine Verfilmung oder für einen Roman, sind am Jahre schon geschrieben worden, einen dankbaren Stoff gibt es wohl nicht. Ich schließe es nicht aus. Es gibt so viele seriöse Leute, die sich damit beschäftigen. Und irgendwann, glaube ich, wird das Rätsel noch gelöst werden. Ich sage jetzt nicht hundertprozentig, bald wird man es finden, aber ausschließen würde ich das auf keinen Fall. Ich bin als Schüler noch, mit dem Rad öfters hierher gefahren, hab's nicht gefunden, dann haben mich so nette Jungen mal, so kleine Jungen, ich zeig's, ja, nein, gehen wir's mit und so und das. Und dann bin ich immer wieder hergefahren, dann auch, als ich meine geheimnisvollen Plätze schrieb und dann auch mit manchen Leuten ins Gespräch kam, die mir eine Frau, man muss vergesslich erzählt, ihre Mutter sei mit der Tochter von der Cecilia, hieß sie, in die Schule gegangen, und die hat immer gejammert, dass bei ihnen zu Hause so zugeht, so gestritten wird, geschlagen wird, und die konnte ja dem wirklich leid tun, diese Cecilia. ...1976 wurde ein Junge entführt und im Heidforst ermordet, ein 6-jähriger Junge nach der Schule. Das berührt mich, ich kann es nicht sagen warum, weil es vielleicht näher liegt, weil ich da selber schon 20 Jahre, 22 Jahre alt war. Mehr, wenn ich hier vorbeifahre, als hier, weil es doch schon 100 Jahre zurückliegt, ich das nicht mehr erlebt habe, aber ein Hauch von Schauder durchfährt einen schon, wenn man hier an dieser Stelle vorbeifährt oder
im Friedhof von Hinterkaifeck, von Weidhofen, das Grab sieht und weiß, möchte es nicht zu makaber werden, dass die Köpfe da nicht mehr drin sind, weil sie einer Hellseherin gezeigt wurden. Da kommt einem schon ein Schauder über den Rücken und ich habe dann immer auch eine gewisse Scheu gehabt, die Leute zu penetrant zu fragen. Also ich habe versucht, sehr vorsichtig, sehr taktvoll die Leute zu befragen, was sie mir auch, glaube ich, positiv anrechneten und mir da doch dann mehr erzählten als anderen, die sehr direkt und ja, scharf fast den Leuten Wissen entlocken wollten. Lange habe ich geglaubt, das mit dem Mann von der Victoria, der gefallen ist und dann doch nicht gefunden wiedergekommen sind. Aber als ich mich dann bei meinen geheimnisvollen Plätzen im ersten Band näher mit Hinterkaifeck befasste, bin ich immer mehr darauf gekommen, dass wohl doch mit dem Waffenlager, das hier verborgen war, das scheint inzwischen fast bewiesen zu sein, auch die Tatsache, dass sich vor der Mordnacht hier mehrere oberschlesischen Dialekt sprechende Leute gesehen wurden, dann das Geld, das im Beichtstuhl verborgen wurde, diese heftige Auseinandersetzung, die die Victoria Gabriel mit einem Fremden hatte, den sie dann ohrfeigte, dann, dass einige Tage vorher, als die Mutter der Victoria sich im Wald versteckte und bitterlich weinte und da wurde eine Münchner Zeitung gefunden, die damals nie wer gelesen hat. Also es spricht sehr, sehr viel für einen politischen Hintergrund, Waffenlager, Erpressung, dass der alte Gruber wusste, hier ist etwas verborgen, Papiere und das wurde viel zu lange wenig, dem wurde zu wenig nachgegangen und hier glaube ich doch könnte der Schlüssel liegen zur Auflösung. Dieser Mann ist, oder er war, eine Art Phantom. Johnny Noack, der im Elsass lebt. Seit Ende der 90er Jahre taucht sein Name immer wieder auf. Er brachte eine politische Komponente ein. Von ihm stammen die Hinweise, dass in Hinterkaifeck heimlich im nach dem Krieg entwaffneten Land Waffen gelagert worden sein sollen. Er glaubt, es kam zum Mord, als die Reichswehr die Geschäftsbeziehungen mit den Hinterkaifeckern beenden wollte. Immer wenn man versucht hätte, etwas zu erzählen darüber, hat man Widerstand bekommen. Man wurde als Spinner und Phantast abgetan. Und dann ist es so, ich habe noch in meinem Leben was anderes zu tun, als mich um irgendeinen ungeklorten Mordfall, der 1922 noch passiert ist, zu kümmern. Also es ist erstens mal so, ich bin Militärhistoriker mit Schwerpunkt deutsche Kavallerie von 1870 bis 1918 und habe dann auch einige Fachreferate über den Zweiten Weltkrieg gehalten, das ist im Anschluss danach hier mit Schwerpunkt deutsche Waffen-SS, deutsche Wehrmacht. Ich sammle seit ca. 40 Jahren Militaria, von 1870 bis 1945. Als ich aus den USA einen Antrag bekam, eine Parabellum 08 zu beschaffen, wo möglichst aus dem Baujahr 1908 bis 1925, das sind die interessanten Baujahre der Waffe, habe ich mich in Frankreich bei uns auf die Suche begeben. Denn nur dort findet man heute noch diese Art von Ordnanzwaffen, denn schließlich haben sich in zwei Weltkriegen zwei deutsche Heere in der Republik Frankreich nach dem Krieg abgerüstet. So. Und dann habe ich einen Bekannten angesprochen und habe die ganze Sache bei Antiquitätenhändlern also mal publik gemacht, möglichst um die Suche also breitflächig aufzufächern und bin dann 1996 von einem Bekannten von mir, der Antiquarier, allerdings nur Mobiliar vertreibt, angerufen worden, ganz aufgeregt, er hätte eine Parabellum 08 gefunden bei Restaurierung eines Schreibtisches. Ich bin dann runtergefahren. Und wie das eben bei Antiquitätenhändlern so sind, die sind immer klamm. Und habe dann diese Waffe begutachtet, die war im einwandfreien Zustand. Und er erzählte mir auf meine Frage, wo er sie gefunden hat, in einem Sekretär.
Ich habe den Sekretär gesehen, er sagt, das war Zufall, die Platte war defekt, man sollte sie reparieren. Habe dann den Sekretär in Augenschein genommen und er erzählte mir, dass die Platte nach oben hin abzuklappen war. Also das war ein Blindfach, was sich dann hinten dran befand. Und da hätte er einen Karton gefunden und da wären verschiedene Sachen drin. Unter anderem auch ein paar alte Fotos und so weiter. Und dann war ein Rangabzeichen, ein EK1 war drauf und die Parabellum 08. Aufmerksamkeit meiner Person natürlich auf die Parabellum 08. Ich habe ihm dann 2400 Mark bezahlt dafür und er hat sofort gesagt, okay, und weil das so viel Geld war und er dann voll, dass er sich wieder warm satt essen konnte an dem Tag, hat er mir alles überlassen. Bin nach Hause gefahren, habe die Waffe in den Safe gepackt und da war noch eine Uhr dabei und noch ein paar Silbermünzen. Ich habe das ganze Konvolut zusammengepackt und hatte auch keine Zeit. Ungefähr 4 Wochen später bin ich dann dazugekommen, die 08 hatte ich vorher auseinandergenommen, gereinigt. Ich habe es auf dem Schießstand schon geschossen, denn ich sollte sie ja in die USA geben. Und habe dann angefangen, mal an einem Sonntagvormittag das andere Konvolut so zu sichten. Und dachte ich mir, Weltkrieg 1, ganz interessant. Und komme dann also auf ein Notizbuch, und das war also relativ moderner. Das muss so die 70er Jahre gewesen sein. Und ich habe das auf dem Notizbuch aufgeschlagen, war alles in Sütterlin geschrieben, das ist die alte deutsche Stahlschrift. Und habe dann meinen Vater noch zu Rate gezogen, denn ich kann zwar Sütterlin lesen, aber nicht so flüssig wie lateinische Schrift. Wir haben das Ganze dann übersetzt, also mein Vater hat mir das diktiert. Und was da in dem Buch gestanden hat, ist im Prinzip den Mordfall hinter Kaifek geschrieben oder gesehen aus der Sicht der deutschen Reichswehr. Denn das steht alles in dem Notizbuch drin. Es ist die Lebensgeschichte eines deutschen Offiziers, der also 4 Kriegsjahre hinter sich hat, in Schlesien geboren, 1916 an der Somme verwundet wird, dann in ein Lazarett eingeliefert wird, seine Hand wird amputiert, er übernimmt dann nochmal im Elsass, also noch deutsches Reichsgebiet, ein Munitionsdepot. Nach der Endigung der Kampfhandlung, dem Waffenstillstand, muss er dann also auch das Elsass verlassen. Er marschiert also mit Teilen des Bayerischen Armeekorps zurück nach München und wird in die Reichswehr übernommen, allerdings nur für 3 Jahre. Sein Auftrag ist es, die riesen Munitionsbestände der Artillerie der ehemaligen Bayerischen Armee abzuarbeiten, also durch Sprengung zu vernichten. Er macht das auch. Und nun ist es so, dass sein Vorgesetzter, der Abwehrchef ist in München, also von der Reichswehr, die Meldung bekommt, dass ein Offizier der Reichswehr von einem Bauern in Gröbern, mit dem der Offizier in Reichswehr in geschäftlicher Verbindung steht, erpresst wird. In dem Buch steht, dass der Oberleutnant Mehnert, Ernst Friedrich Mehnert, zu seinem Chef gerufen wird. Dieser erklärt ihm dann, dass die Reichswehr erpresst wird von einem Bauern in Waidhofen. Waidhofen wird mit EI geschrieben. Und dass man also diese Dokumente, die der Bauer also zur Erpressung benutzt, ja, wieder in den ursprünglichen Besitz zurückverschafft oder aber unschädlich machen soll. Es ist natürlich erschütternd, ist klar, wenn man hört, dass da jemand einen Mord gesteht. Dann hat man sich ein paar Karten beschafft, auf der Straßenkarte nachgesehen. Also hinter Kaifek ist gar nicht eingetragen gewesen. Waidhofen nach langer Suche gefunden. Dann, ich bin damals bei einer französischen Dienststelle beschäftigt gewesen, hatte also Zugriff auf die topografische Dienststelle der französischen Armee, habe mir dann die topografischen NATO-Karten besorgt und das brachte dann näheren Aufschluss. Wir sind also dann 1997 im Sommer sind wir dann hier unten in der Gegend aufgeschlagen. Wir hatten dann bei einem Bauern hier in der Gegend, hatten wir Quartier, war auch ganz lustig. Wir waren 10 Reiter von der Grünen Patrouille und wir wollten den zeitlichen Ablauf der Absetzbewegung verifizieren. Und wir sind von der berittenen Einheit, Fahrräder haben wir nicht, dann sind wir so zu Pferde. Es war eine tolle Zeit. Wir sind von den Leuten hier toll aufgenommen worden. Es ist ein gastfreundliches Land, muss man echt sagen. Die Familie Zeitler aus Laag war ganz rührig, die haben unseren Pferden Futter und Wasser gegeben, also war ganz toll, wussten gar nicht, was sie wollten, was wir da suchten. Wir haben viel verifizieren können. Ich
geschockt waren wir von dem Obelisken in Waidhofen. Denn alles das, was Mehnert aufgeschrieben hatte, auch die Namen, also diese Opfer sind namentlich bekannt, ihm auch bekannt gewesen, das hat sich also verifiziert. Also wir konnten dann feststellen, hoppla, das ist so. Naja gut, sagte mein Stellvertreter, dann hat man den geschichtlichen Zusammenhang. Und wir sitzen dann abends in der Pizzeria, essen zu Abend und haben dann einen Pfarrer getroffen. Und der erzählte uns dann, dass dieser Fall nicht aufgeklärt ist und so weiter und so fort. Und naja, es war ein sehr, sehr abendfüllendes Gespräch. Und wir haben dann beschlossen, nochmal wiederzukommen, haben noch mit anderen Leuten gesprochen. Aber man konnte auch nichts weiteres sagen, als was der Pfarrer uns mitgeteilt hat. Aber wir waren sehr misstrauisch, was die Schilderung von Oberleutnant Ernst Friedrich Mehnert betrifft. Wir sind dann der ganzen Sache auf den Grund gegangen und haben viele Sachen verifiziert. Verifiziert haben wir, dass er Kommandant des Munitionsdepots in Merzwiller war, denn die Franzosen, die dieses Munitionsdepot von 1919 bis 1940 hatten, haben alle Aufzeichnungen erhalten. Also die Kommandanten des Munitionsdepots von 1870-71, es wurde ja vom Deutschen gebaut, ja, nach der, wie soll man sagen, nach dem Deutsch-Französischen Krieg, 70-71, wird ja Elsaß-Lothringen dem Bayerischen Reich und Preußischen Reich zugeschlagen, also dem Deutschen Reich. Es werden Kasernen ausgehoben, deutsche Soldaten, deutsches Militär im Elsaß-Lothringen stationiert und dieses Munitionsdepot ist 1878 gebaut worden. Und die Kommandanten, die Franzosen sind in der Tradition behaftet, haben das alles dokumentarisch festgehalten. Also noch die Originalbücher vorhanden und so weiter von den Kommandantenbefehlen von 78 bis 1919. Und da ist Ernst Friedrich Mehnert drin erwähnt. Also das stimmte mal. Dann haben wir die Familie ausfindig gemacht von ihm. Und aus verständlichen Gründen werde ich mit Sicherheit nie über die Existenz dieser Familie Klarheit verschaffen. Denn ich sage es mal ganz einfach so, wir machen nicht in Waidhofen eine Baustelle zu und reißen im Elsass einer auf. Denn 100 Jahre hinter Keifel kam so viel Mist, Verleumdung hervorgebracht, die Menschen nachträglich geschädigt haben. Ich kann das ja den Namen nennen, Lorenz Schlittenbauer, Familie Schlittenbauer, die wohl auch am meisten darunter gelitten haben. Also wir haben den zeitlichen Abfall, also die von der Mordnacht bis zum 7. April, bis er also mit seinem Pferd durch den Rhein ist, lückenlos verifizieren können. Und warum Oberleutnant Mehnert ein Pferd genommen hat nun, er war ja Kavallerieoffizier, kam als relativ spät zur Artillerie, als Umsetzer. Das ist dem Umstand geschuldet, dass man ab 1915 erkannte, dass die Kavallerie auf dem westlichen Gefechtsfeld keine Überlebenschance hatte. So hat man Kavallerieoffiziere schnell zu Artillerieoffizieren, auch bespannter Artillerie ausgebildet. Nur der Junge konnte halt reiten, so, und exzellent reiten. Er hat dann sich ein Kavallerieeinsatzpferd im Schwarzwald beschafft. Das ist die einzige Chance gewesen, über den Fluss zu kommen. Ein Mann ohne Hand schwimmend ist unmöglich. Der wäre ertrunken. Und so hat er sich halt mit dem Pferd über den Fluss, also er hat das Pferd quasi als Mittel benutzt, um über den Fluss zu kommen, lebend über den Fluss zu kommen. Dass er das Glück hatte, ein ausgebildetes Kavalleriepferd zu bekommen, das gereicht ihm zur Ehre. Er hat einen guten Blick für Pferde gehabt haben. Und müssen Sie wissen, Herr Petri, es gibt in der Aufklärung von Kriminalfällen zwei Richtungen. Entweder man kommt von oben, das heißt, dass es ein Geständnis eines Täters gibt, das man dann verifizieren muss. Oder man kommt von unten, Ermittler, frischer Tatort, dann Spurensicherung und so weiter. Wir hatten es jetzt einfacher, wir konnten uns an topografischen Punkten, wir konnten uns an Ort und Zeit orientieren und an gewissen Abläufen, um das Geständnis oder die Erzählung von Ernst Friedrich Mehnert zu verifizieren. Ernst Friedrich Mehnert hat in seinen Lebenserinnerungen weit mehr hinterlassen als hinter Keifeck. Er schreibt seine Biografie auf, denn er hat einen anderen Namen angenommen, den Namen seiner Frau, und hat dann unerkannt bis zu seinem Tode im Elsass gelebt. Und
Ich habe lange darüber nachgedacht, warum schreibt ein Mensch sowas auf, bezichtigt sich dann selbst als Kommandoführer. Ich denke mir, dass er dann bestattet, unter fremden Namen in fremder Erde, etwas für seine Kinder hinterlassen wollte, dass sie wissen, wer ihr Vater war. Er sich vielleicht aber nicht getraut hat, es ihnen zu Lebzeiten zu sagen. Wir kennen die Beweggründe nicht. Ich habe dann 1997 im Zuge der Aufklärung, wir hatten ja das Geständnis, ja, mit diesen Leuten Kontakt aufgenommen. Das war relativ einfach. Der Antiquitätenhändler konnte sich ja noch an die Dame erinnern, die er ihm den Sekretär überlassen hatte. Und nun beginnt eben eine ganz tolle Sache. Wir sitzen dann der alten Dame beim Kaffee gegenüber. Ich hatte ihm ein Foto gezeigt, das ihren Vater in Uniform zeigte, der Reichswehr. Und sie fing nun an, von ihrem Vater zu schwärmen, dass er so ein ganz liebevoller Mensch geworden, also gewesen ist, mit seiner Ehefrau einen Betrieb aufbauend, dass er ein sehr fürsorglicher Mann gewesen ist und dass er nur ein oder zweimal nochmal in Deutschland gewesen ist. Und im Jahr 1961 oder 62, da ist also die Tochter selbst schon über 30, die Zeit vergeht ein bisschen schneller. Und so sind sie also nach Waidhofen gefahren, also seine Frau und er, und haben diesen Ort noch einmal besucht. Wir haben der alten Dame allerdings nicht erklärt, dass er der Kommandoführer von diesem Unternehmen war. Wir haben gesagt, wir haben das und das gekauft und mir ist das Foto aufgefallen und sie war sehr bereit, über ihren Vater Bericht und Zeugnis abzulegen. Ja. Ganz tolle Sache, eine reizende Dame. Man muss sich den Oberleutnant Mehnert im Alter so vorstellen wie den Gunther Sachs. So um 60, 70. Toller Mann. Also ich sag mal ganz einfach so, die Bekanntschaft dieses Mannes zu machen, war bestimmt sehr interessant. Ja. Heute würde man sagen, Womanizer. Ja. Also er muss schon seine Wirkung auf Frauen gehabt haben. Ja. Es ist ganz einfach, die Sache ist ein Selbstläufer. Also man muss sich das nicht vorstellen, dass es Mörder sind, die mit Emotionen handeln. Für die ist es ein Auftrag, sie erfüllen den Auftrag und alles, was sich dort im Hof bewegt, wird eliminiert. Das ist nicht auf Befehl von Oberleutnant Mehnert geschehen, das ist ein Selbstläufer gewesen, den beide Unteroffiziere ja selbstständig ausgeführt haben. Das kleine Kind umzubringen war definitiv zweckmäßig. Wollten sie es füttern? Wie können sie füttern? Das kleine Kind nicht. Es schreit. Es macht die Umgebung aufmerksam. Tote reden nicht. Wenn sie 4 Jahre in der Sappe gelegen haben, unzählige Gegner im Nahkampf selbst getötet haben, ist das Töten eine mechanische Handlung und da denken sie nicht mehr nach. Sie führen es nur sauber aus. Es mag jetzt vielleicht grausam klingen, aber der kleine Josef hatte einen leichten Tod. Er kam blitzschnell. Er hat einmal zugeschlagen und der Junge war tot. Es war ein Profi. Sicherheit, wenn Sie Sicherheit haben wollen, da kaufen Sie sich einen Staubsauger, ja. Da haben Sie eine Garantie drauf, zu 99%, wie beim DNA-Test auch, 0,1% oder 0,01% Unsicherheit. Vom Fechtstil, von dem, was in der Akte steht, vom schlüssigen Tatablauf, der keine Fragen offen lässt. Alle anderen Tattheorien von Hinterkaifeck lassen Fragen auf oder werfen während der Beantwortung neue auf. Das ist hier bei Mehnerts Bericht nicht gegeben. Johnny Noack ist nicht der Einzige, der diese politische Komponente vermutet. Dieter Distel, lange Jahre Neuburgs Kulturreferent, spricht seit Jahrzehnten von einem Zusammenhang mit den Fememorden jener Zeit. Also in Berührung gekommen, wenn man in Schrumhausen geboren und aufgewachsen ist, ist man natürlich überall, weil neben meiner Oma hat die Frau Baum gewohnt. Jeder hat gewusst, in welcher Beziehung die zu dem Mordfall stand. Und dann war es natürlich so, dass wir drei Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt, als dieser Erlebnisbericht da im Donaukurier veröffentlicht worden ist, dass nur meine ältere Schwester lesen konnte. Und die hat uns dann immer in Abwesenheit meiner Eltern aus diesen schlimmen Berichten vorgelesen. Und wir Kleinere waren dann irgendwo auf dem Schrank gesessen und haben zittert vor Angst.
bis unsere Eltern heimgekommen sind. Also das war ein frühes Kennenlernen. Es war natürlich immer die Frage nach dem Täter oder den Tätern. Und während dem Studium ist mir dann mit der Beschäftigung der Bayerischen Räterepublik und der Zeit danach ist mir, oder sind mir die sogenannten Fememorde in den Jahren 19, 20, 21, 22 bis zum Hitlerputsch 23 aufgefallen. Die deutschen Länder von diesen linken Umtrieben zu befreien. Eigentlich die dahinter gemeinte Zielsetzung war, die Monarchie wiederherzustellen. Also alles Republikanische auszumerzen. Das war, also man muss dazu denken, die gewählte Regierung war aufgrund der revolutionären Umtriebe nach Bamberg geflohen. Und haben mit Hilfe dann der Reichswehr oder der Freikorps versucht, München zu besetzen. Und das waren die Kämpfe und die Verhandlungen. Und das hieß natürlich dann nach dem Versailler Vertrag auch, Waffen abliefern. Und das wollte man tunlichst vermeiden. Also hat man Waffen versteckt. Und wo waren die Waffen hauptsächlich? Meiner Meinung nach da, wo die Fronten waren. Ich habe mich hauptsächlich über den Schriftsteller Ernst Toller beschäftigt und da gibt es in einem Vernehmungsprotokoll, er ist von den Linken beschuldigt worden, er verhandelt mit den rechten Freikorps, was zutreffend war. Und er wollte, so steht es in dem Vernehmungsprotokoll, ein Zurücknehmen der Front der Weißen. Er hat Dachau verteidigt, er wollte, dass sie die Front zurücknehmen hinter die Donaulinie. Im Protokoll stand aber Reichertshausen. Reichertshausen ist aber nördlich von Pfaffenhofen im Landkreis Dachau. Dort wurde gekämpft. Und dann ist das Hausen durchgestrichen und drüber geschrieben mit Bleistift Reichertshofen. Das ist natürlich wieder näher an der Donau. Wenn das so war, dann war der Frontverlauf tatsächlich ein bisschen nördlich der Donau und Reichertshofen ist also zu Hinterkaifeck nicht so weit weg. Also hat man gesucht, Bauernhöfe, abgelegene Bauernhöfe, Klöster, Schlösser. Eins dieser Schlösser war das derer von Treuberg und die haben einen Markt beschäftigt, wenn ich es richtig erinnere, eine Marie Sandmeier. Und überall war plakatiert, wer Waffenverstecke kennt und die nicht meldet, macht sich strafbar. Und die hat es korrekt gemeldet und hing dann am nächsten Tag im Forstenrieder Park mit einem Schild um den Hals, Verräter verfallender Feme. Also Fememorde wurden nicht nur an Politikern verübt, sondern auch an sogenannten Verrätern, vor allem die, man wollte das sich abschreckend verhalten gegenüber denen, die Waffenverstecke meldeten. In deren Augen natürlich verraten. Und ich habe versucht, das zeitlich ein bisschen einzuordnen. Wir haben es in der Zeit mit Fememorden an wichtigen Politikern zu tun. An Erzberger, der den Waffenstillstandsvertrag unterzeichnet hatte. Wir haben am 24. Juni 22, also das zwei, drei Monate nach den Morden von Hinterkaifeck, den Mord auf den deutschen Außenminister Rathenau. Die Mörder waren bekannt, sind verurteilt worden. In anderen Fällen sind die Mörder ausgestattet worden mit Papieren des Polizeipräsidenten von München, Pöhner, der im November 23 dann mit am Hitlerputsch beteiligt war.
Und auffällig fand ich halt, das mag zwar ein korrekter Beamter gewesen sein, der dann in Hinterkaifeck ermittelt, aber ich habe mich halt schon gefragt, warum schickt man da einen Kriminalbeamten aus München? Ist denn der zuständige Beamte, der nämlich spezialisiert war auf Femi-Morde? Gut, er war ein korrekter Beamter, hat keine Indizien gefunden, aber für mich war eigentlich immer klar, dass, warum hält sich ein oder halten sich 6-fach Mörder länger an ihrem Tatort auf, wenn sie nicht etwas zu verladen und abzutransportieren haben. Und das hat mich eigentlich nachdrücklich darauf gebracht, dass es sich um so etwas handeln muss, vor allem weil noch das Geld da war. Und das war so der Ehrenkodex, also kein Raub, sondern Verräter verfallen der Feme und da bereichert man sich nicht dran. Und jedem, dem ich das erzählt habe, hat dann immer gesagt, ja, aber warum das Kind? Ganz einfach. Wir haben es mit einer völlig verrohten Soldateska zu tun, die aus dem völlig verroht aus dem Ersten Weltkrieg zurückkommt und kleine Kinder schreien. Und das kann man beim Abtransportieren von Waffen nicht brauchen. Das Vieh kann man füttern, das kann man dadurch beruhigen, kleine Kinder nicht, drum erleiden sie das gleiche Schicksal wie alle anderen auch. Also ich war immer der Meinung, das ist die plausibelste Erklärung und ja, ich bleibe auch dabei, hilft ja nichts, weil wir werden es eh nicht mehr erfahren, was die richtige Version ist. Nein, eigentlich nicht, denn gelegentlich schaue ich mal auf dem Friedhof vorbei. Und man denkt ja dann an die ganzen anderen Geschichten, die dann damit verbunden waren, die Köpfe abschneiden und untersuchen lassen. Und also das löst keine Emotionen mehr aus. Mir war es eigentlich nur wichtig, auch mit dieser These ungerechtfertigt Beschuldigte in Schutz zu nehmen, die möglicherweise nur darunter leiden mussten, dass man ständig in ihre Familie hineininterpretiert hat. Und das empfand ich immer als ungerecht. Das war das Einzige, was mich emotional belastet hat. Und darum, glaube ich, sind historisch interpretierte Schuldzuweisungen vernünftiger, als in den Familien immer noch weiter nachzugraben nach 100 Jahren. Hinterkaifeck. Ein Mythos auch nach 100 Jahren. Viele, die hier in der Umgebung leben, haben sich eigene Gedanken dazu gemacht. Eine Theorie, die seit über 10 Jahren kursiert, geht davon aus, dass alles ganz anders war. Ein Familiendrama. Diese Geschichte ist 2016 im Roman Kaineck erstmals angedeutet worden, nun ist sie in einem neuen Buch aufgeschrieben. Nicht nur ein Mord. Oder nicht nur ein Mord. Ganz wie man will. Es wird nicht das letzte Buch zum Fall Hinterkaifeck sein. Es sei denn, er wird eines Tages vielleicht ja doch noch gelöst.